Hundertfach hängen Papiertauben von der Kirchendecke herab, Symbol für den Heiligen Geist, der unseren Glauben anfacht oder neudeutsch boostet. Boost ist der ein Wortteil dieses Begriffs und Boost heißt einfach Auftrieb, Antrieb, also Stärkung, und das wollten wir einfach auch erreichen mit dieser Veranstaltung, dass die, wo kommen, einfach was finden für ihren Glauben, wo sie ein bisschen an Antrieb, an Stärkung für ihren Glauben erhalten. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen und erfüllte das ganze Haus. So steht es in der Apostelgeschichte. Und auch wenn hier in der Kirche ein versteckter Ventilator eher ein Säuseln hervorruft, die Wirkung ist die gleiche. Denn was begonnen hat als normaler ökumenischer Wortgottesdienst, geht jetzt ganz anders weiter. Der Heilige Geist setzt die Menschen in Bewegung. Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen erfahren in 10 Stationen, was es heißt, mit allen Sinnen wach zu sein für neue Erfahrungen. Was es heißt, die eigene kreative Ader zu spüren, die aus der Kraft des Heiligen Geistes wächst. Oder was es heißt, im Leben immer wieder offen zu sein für Neues, ohne dass der Verstand schon vorher alles in die altbekannten Schubladen einsortiert. Und so scheint es, auf diese Weise wird der Heilige Geist sehr konkret erfahrbar. Ich glaube, der Heilige Geist ist für jeden etwas anderes. Und ich glaube, dass im Großen und Ganzen ein guter Freund, ein Vater, ein Bruder, die große Liebe, ein Kindergartenfreund, einfach alles, was man sich wünscht, einfach, ja, immer jemand, der da ist. Der begleitet dich überall hin, der hilft dir bei deinen Problemen, auch wenn du es manchmal gar nicht merkst. Also für mich ist der Heilige Geist der immer da ist, der mich beschützt. Ich sehe ihn zwar nicht, aber ich weiß trotzdem, dass er immer da ist. Der Geist ist's, der lebendig macht. So steht es im Johannesevangelium geschrieben. Und das spürt jeder, der hier dabei gewesen ist. Beim zur Ruhe kommen, beim Schreiben, beim Schmecken, Singen, Beten, miteinander feiern, kommt etwas durch von diesem lebendig machenden Geist Gottes. Und genau das war jetzt in dieser Kirche, bei diesem Gottesdienst erfahrbar. Das haben alle gespürt, dass hier ein lebendiger Geist weht. Und bei den einzelnen Stationen, die sehr unterschiedlich gestaltet waren, kam genau das zum Zug. Ein ganz anderer Kirchenbesuch zu Pfingsten also, eine Reise durch die Sinne im Zeichen der weißen Taube.